So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Reingenommen. Schön, die Davi. Der bringt den Ball. Silas! Abschluss! Ah, abgeblockt, schade. Die Davi hatten wieder Abschluss! Ah, oh, das gibt's nicht, Mann! Ah! Oh. Das hätte schon 0:1 sein können. Riesenfehler. Nicht wach von Hoffenheim und die Davi aufs ganz. Ach, oh, Kerle! Kerle, Kerle, Kerle! Den kann man von da halt ehrlich machen. Den kann man von da halt ehrlich machen, die Davi. Den kann man von da ehrlich machen. Ja, 1:0 Hoffenheim aus dem Gar nichts. Unverdiente Führung. Endo. Gonzales, schön gemacht. Schön! Richtig stark, Gonzales! Richtig stark! Deine Kiste, Junge! Da ist das Selbstvertrauen. Und die direkte Antwort, 1:1. Sehr, sehr geil, Mann. Sehr geil. Sehr geil, Mann. Richtig geil von Gonzales gemacht. Richtig geil. Der kommt mit Selbstvertrauen, der Junge. Zack, zack, vorbei. An dem vorbei und rein. Geile Nummer, Junge. Richtig geile Nummer. Die Davi. Schöne Flanke. Gonzales! Latte! Nachschuss, Pfosten! Jetzt ist er drin! Silas Wamangituka! Sehr, sehr geil, Jungs! Sehr geil. Ich wurde nicht gespoilert, also wir haben jetzt gerade die perfekte Menge an Nachrichten, die ich quasi für mich quasi runterschiebe oder hochschiebe, dass ich halt die Nachrichten nicht mehr aktuell sehe. Top, geil, junger Vater, was war das? Jetzt liegt aber Gonzales verletzt auf dem Boden, am Knie. Ich hoffe, das ist nichts allzu Schlimmes. Oh, fuck it, Alter. Gonzales liegt auf dem Boden, das wird es gewesen sein, dass Gonzales ausgewechselt werden muss. Ach, das ist, boah, das ist doch scheiße. Schön. Silas! Boah, den hat der Baumann. Eckball. Baumann gut gehalten, nächste gute Chance. Also wir führen hier absolut verdient. Ja, 2:2. Der hat ordentlich Platz, der Senior. Der hat auf links mal ganz viel Platz gehabt. Das kannst du halt so nicht verteidigen. Und 2:2. Keiner bei Ser Senior. Und rein von Position müsste, glaube ich, ein Stenzel noch am ehesten da sein. Ist einfach niemand da. Das ist einfach schlecht. Das ging schnell. Das ging schnell. Werde nie vergessen, wie es da letzte Saison war. Bei Stand von gefühlt 0:5, 0:6, was da war, dieses Spiel abgebrochen haben. Das war wirklich unfassbar. Brennen sie ein Spiel ab wegen Schmähgesängen und Plakaten gegen Hopp. Ich meine, gut, das muss nicht sein. Das muss überhaupt nicht sein, dass da der Hopp ständig irgendwie aufs Übelste beleidigt wird. Ne? Muss überhaupt nicht sein. Es war nur einfach das Paradebeispiel schlechthin, was im Fußball falsch läuft. Es war das perfekte Beispiel. Also erstens hätten die nie im Leben dieses Spiel abgebrochen, wenn das Spiel unschieden oder wie auch immer knapper gestanden hätte. Das haben sie auch nur deswegen abgebrochen und hin und her gespielt den Ball, weil es halt schon 0:6 stand. Plus dazu ist auch das perfekte Beispiel. Wir hatten schon so viele Fälle von, wer war es, Toro Nariga von Berlin auf Schalke, andere Aktionen in der dritten Liga zum Beispiel in Sachen Rassismus. Da ist nichts passiert. Null. Da ist gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Ich wüsste kein Spiel, das abgebrochen wurde. Aufgrund von Rassismus. Habe ich noch nicht miterlebt. Aber ein Spiel wird abgebrochen, wenn irgendein Millionär, Milliardär, keine Ahnung, irgendein weißer alter Millionär, Milliardär, wie auch immer, beleidigt wird von Fans. Was jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Manager auch schon mal erlebt hat. Dann wird ein Spiel abgebrochen. Das hat für mich nur dann nochmal, das war das perfekte Beispiel dafür, was im Fußball und im Sport falsch läuft. Rassistische Beleidigung und so weiter, scheißegal, wir spielen weiter. Ein alter, weißer, reicher Mann wird beleidigt. Nee, Jungs, aufhören, das Spiel ist rum, es geht so nicht weiter, wir müssen ein Zeichen setzen.
Das war das perfekte Paradebeispiel, was in diesem Sport falsch läuft. Auch mit Sachen nach vorne von uns selber. Hier sehen wir, oder Torschüsse 17 zu 12 für uns, Ballbesitz 57%, immer noch mehr gewonnene Zweikämpfe als Hoffenheim. Wir finden wieder ein bisschen besser rein. Ja, super. Und genau da rein bekommt Hoffenheim einen Elfmeter zugesprochen. Was macht denn Anton da? Also Bruder, was macht denn Anton da? Also Re-Rap, was macht Anton da? Was macht denn Anton da? Warum mäht denn den von hinten so um? Gibt doch gar keinen Grund. Komm, Kobel. Hartes Training mit dem Dude. Den hackst du raus. Komm, Junge. Aufkurbeln, hackst du raus. Nee. Kommentator sagt nicht unverdient. Kannst genau den Spruch bringen. Ist nicht unverdient, ist aber auch nicht verdient. Es ist keine Ahnung. Ist ein Mittelding. Es ist nicht komplett unverdient, es ist aber auch nicht verdient. Es ist ein absolutes Mittelding, dieses 3 zu 2 jetzt. Aber für uns ist es vor allem einfach komplett unnötig. Durch einen dummen Elfmeter. Jetzt hat OBS natürlich auch noch Bock gehabt, einmal mal kurz den fucking Stream, ja, kurz mal Verbindung zum Stream zu verlieren. Fand ich auch eine coole Aktion von OBS. Ja! Ja! Kämpf! Kämpf, Junge! Ja, Mann! Genau zum Tor ist der Stream zurück. Genau zum Tor ist der Stream zurück. Junge, OBS ist wieder ganz wild unterwegs gewesen. Verbindung zum Stream verloren. Ganz wilde Nummer. Aber perfekter Zeitpunkt. Mark Oliver Kempf. Geil. Junger Vater. Fällt's doch noch. Schön gemacht. In absoluter, keine Ahnung was. Absoluter Top-Stürmer-Manier. 3-3. Hochverdient. Dankeschön. Boah. Und jetzt dieser scheiß Stream auch noch, ne? OBS einfach verliert in der 90. Minute auf einmal die Verbindung zum Stream. Ich glaube, es hakt. Sagt, mit dem Mikro schaue ich für nächste Woche, aber ne, klappt ja auch so nicht. Auch wenn es jetzt gerade erst aufgefallen ist, wie es jetzt aussieht. Ist das geil? 3-3. Dankeschön. Auch absolut verdient. Hier hättest du nicht verlieren müssen oder nicht verlieren dürfen. Ja, Kämpf! Kämpf, Junge! Ja, Mann! Genau zum Tor ist der Stream zurück! Genau zum Tor ist der Stream zurück!